Hallo und herzlich willkommen zur Rheinzeit aus Köln. Schön, dass Sie dabei sind. Das sind unsere Themen im Überblick. Jubiläum 30 Jahre Kölner Philharmonie. Anerkennung, Laufen gegen sexuelle Gewalt. Und Sicherheit, Kölns Radwege im Selbsttest. Ja, die Bilder von Flüchtlingen in überfüllten Turnhallen hat irgendwie noch jeder im Kopf. Die meisten Städte haben es mittlerweile aber geschafft, die Flüchtlinge in Heimen oder Wohnungen unterzubringen. Doch hier in Köln geht es einfach nicht voran. Ja, und darunter leiden vor allem Sportvereine, die deutlich weniger Handball- oder Volleyballtraining anbieten können und Mitglieder verlieren. Lara Gruben hat so einen Sportverein besucht. Der MTV ist Kölns größter Sportverein. Der Fokus liegt nicht auf Wettkampfsport, es geht um Freude an der Bewegung und Integration. Viele Mitglieder stammen aus sozial schwachen Familien. Doch jetzt muss der Verein sein Angebot stark einschränken. Das betrifft auch die Trampolinabteilung von Lilo Duquet. Seit fast einem Jahr herrscht Ausnahmezustand. Es waren Herbstferien und es hieß, nach den Herbstferien kommst du nicht mehr in die Halle. Das heißt, ich hatte noch nicht mal die Möglichkeit, die Eltern zu informieren. Wir haben uns also den ersten Trainingstag quasi vor die Halle gestellt, um den Eltern zu sagen, dass kein Training stattfindet. Die Kinder hatten Glück im Unglück. Sie können wieder springen, dank ihrer Trainerin. Sie schob Matten mit dem Rollbrett durch Köln und mietete einen LKW für die Trampoline. Ziel? Eine Ersatzhalle. Aber nicht alle Eltern können ihre Kinder dorthin fahren, denn sie ist weit weg. Von 110 Mitgliedern sind nur noch 40 übrig geblieben. Man war in der Hinsicht erstmal tierisch verärgert. Man denkt dann erstmal darüber nach, was denken die Leute sich darüber, den Kindern den Sport in dem Sinne wegzunehmen. Und ja, man hat sich dann gefragt, so von wegen, wie soll das denn jetzt weitergehen? Man hat keinen Bescheid bekommen und nichts. Man wusste es ja nur aus dem Netz. Aktuell sind 13.000 Flüchtlinge in Kölner Hallen untergebracht. 6 davon gehören dem MTV. Seit 16 Jahren verantwortlich für den Verein ist Holger Dahlke. So eine Situation hat er noch nicht erlebt. Sein Büro nennt er jetzt Krisenzentrum. Von hier aus versucht er, gemeinsam mit anderen betroffenen Vereinen, sich bei der Stadt Gehör zu verschaffen. Dabei gehen viele Ehrenamtliche an ihre Grenzen. Von uns wird Flexibilität bis zum Spagat verlangt. Und das von Menschen, die dafür kein Geld bekommen, deren Job es nicht ist, diese Krise zu meistern. Und diejenigen, deren Job es ist, finde ich, die sind da eher in der Pflicht und die müssen jetzt einfach mal liefern. Und für mich gibt es auch keine Ausreden mehr. Die haben wir alle gehört, die haben wir zur Kenntnis genommen. Zumal die Flüchtlinge, die in diesen Sporthallen untergebracht sind, sicherlich auch glücklich wären, wenn sie etwas menschenwürdiger untergebracht wären. Die Stadt weist die Vorwürfe zurück. Im Vergleich zu anderen Städten gäbe es einfach nicht genug Wohnraum in Köln. Und alternative Unterbringungsmöglichkeiten sind begrenzt. Wir haben einen Plan auch vorgestellt, welche Hallen in welcher Reihenfolge geräumt werden. Wir können keine exakten Daten nennen, weil die sind auch immer ein bisschen davon abhängig, wie sich die Situation entwickelt, wie viel Zufluss von neuen Flüchtlingen wir haben, wie unsere Einrichtungen, die wir bauen, fertig werden. Aber wir werden sicherlich, wird der Sozialdezernent im nächsten Monat die nächsten Entscheidungen treffen, welche Hallen jetzt weitergeräumt werden. Bis diese Entscheidung gefallen ist, bleibt das Sportangebot des MTV Köln begrenzt. Dem Verein dauert das zu lange. Von 27 Hallen in Köln sind fast ein Jahr später erst 3 wieder freigegeben. Also ich würde mir hoffen, dass ich einen Zeitpunkt endlich mal erfahre, wann wir wirklich wieder zurückgehen können. A, um zu planen, die Trampoline wieder zurückzubringen und auch die Eltern zu informieren. Doch um dieses Ziel zu erreichen, müsste eine Bedingung erfüllt sein. Bessere Zusammenarbeit auf beiden Seiten. Die Kölner Philharmonie gehört zu den wichtigsten Konzerthäusern Deutschlands und jetzt feiert sie 30-jähriges Jubiläum. Außerdem ist sie die Heimat von gleich 2 Orchestern, dem WDR-Sinfonieorchester und dem Gürzenich-Orchester. Von Anfang an mit dabei ist auch der Musiker Christian Stach. Elisa Miebach hat ihn getroffen. Kölner Philharmonie. 30 Jahre große Konzerte. Und seit 30 Jahren auch die musikalische Heimat des Kontrabassisten Christian Stach. Ich verbringe hier natürlich unheimlich viel Zeit. Das ist ganz klar. Und wenn man eben an so einem Platz viel Zeit verbringt, ist es natürlich gut, wenn man sich da auch wohlfühlt, was durchaus der Fall ist. Das muss man wirklich sagen. Ich komme hier gerne rein, ich halte mich hier gerne auf.
Rund 900 Konzerte hat das Sinfonieorchester bereits in der Philharmonie gespielt. Aber auch Orchester aus Wien, Chicago und London waren schon hier zu Gast. Der erste Intendant, Franz Xaver Ohnesorg. Sein erster Arbeitstag war noch während der Bauphase. Mein erster Tag in Köln, wo ich also hierher geflogen bin, da war das Richtfest. Da war das oben noch offen, aber die Stahlkonstruktion war natürlich schon da. Und dann ist das ja über den Lauf der Monate dann gewachsen. Und dann gab es die Situation, dass diese wunderbaren Holzvertäfelungen angeliefert wurden aus Finnland und eingebaut wurden. Und dann kam der erste Stuhl. Da gibt es ein sehr lustiges Foto, wo ich auf dem einzigen Stuhl im Saal sitze. Und dann ist das so gewachsen. Es ist zeitgerecht fertig geworden. Das darf man nicht vergessen. Insgesamt 6 Jahre dauerte der Bau der Philharmonie. Neben dem Dom, wo nun die Philharmonie steht, war vorher ein Busbahnhof. Erst sollte hier nur eine Mehrzweckhalle gebaut werden. Doch bald stand fest, Köln braucht einen modernen Konzertsaal. ...1986 war alles fertig, aber bis heute gibt es ein Problem. Laufen Menschen auf dem Platz über der Philharmonie, hört man die Schritte unten im Saal. Wächter sorgen bei jeder Probe und bei jedem Konzert für die nötige Ruhe. Oben passen die Wächter auf, die Geschicke unter dem Boden und damit in der Philharmonie lenkt Laurenz Lange fort. Er ist seit 2005 Intendant und hat sich zu jedem Jubiläum etwas Besonderes überlegt. Und dieses Mal haben wir die witzige Idee gehabt, um die beiden Hausorchester zusammen auf die Bühne zu bringen mit den beiden Chefdirigenten. Also im Konzert am 14. September können Sie zum ersten Mal beide Orchester gleichzeitig auf die Bühne treffen mit ein neues Stück, was Vito Zuraj, ein slowenischer Komponist, speziell für diese Gelegenheit geschrieben hat. Und beide Dirigenten dirigieren gleichzeitig. Bis dahin gibt es noch einige Proben, nicht nur für das Jubiläumskonzert. Rund 400 Konzerte stehen jedes Jahr auf dem Programm der Philharmonie. 8 Takte vor 11, erstes Mal. Wie oft Christian Stach in den letzten 30 Jahren schon in diesem Saal gespielt hat, kann er gar nicht mehr zählen. Was er der Philharmonie für die Zukunft wünscht? Ja, dass es sie noch lange gibt natürlich. Und dass sie lange auf diesem Niveau weitermacht und vielleicht auch noch auf tollerem Niveau. Und dass die Gegebenheiten so bleiben und weiterentwickelt werden. Das ist natürlich eine Frage des Geldes und der Unterstützung und so weiter. Ne? Aber das ist diesem Saal zu wünschen. Die Kölner Philharmonie, seit 30 Jahren ein Stück Heimat für Christian Stach. NRW ist das Bundesland, in dem die meisten Unternehmer mit Migrationshintergrund leben. Es sind rund 160.000 und damit ist die Zahl in den letzten 10 Jahren um 20% gestiegen. Aber wenn Sie jetzt denken, dass immer nur eine Dönerbude oder ein Kiosk um die Ecke gegründet wird, stimmt das nicht so ganz. Christine Besse hat einen deutsch-türkischen Unternehmer nach seinem Erfolgsrezept gefragt. Oğuz Yücel ist in Deutschland geboren. Seine Eltern stammen aus der Türkei. Seit 10 Jahren hat er eine eigene Firma, ein Kfz-Sachverständigenbüro. Im letzten Jahr kam noch eine Fahrschule dazu. Meine Eltern waren immer schon selbstständig. Und dadurch bin ich da groß geworden und das war schon der ausschlaggebende Punkt. Ich wollte nie in einer Firma arbeiten, wo es 9-to-5 geht. Also das war nichts für mich. Sein Geschäftskonzept? Eine Fahrschule mit Automatikautos für Schüler, die Angst oder motorische Probleme haben. Davon kann er gut leben und überhaupt ist er der Meinung, dass sich Unternehmer mit Migrationshintergrund viel zutrauen. Es gibt auf jeden Fall Hindernisse, klar. Ja, aber trotzdem ist es so, dass die Immigranten sehr mutig sind, sag ich mal, also mutiger sind als Deutsche zum Beispiel. Und die Hemmschwelle oder die Hindernisse schon relativ gering sind, also nicht so schwer sind. Gerade wenn man schaut, die Gastronomie zum Beispiel ist fest in ausländischer Hand, sag ich mal, sieht man schon, wie einfach es ist, ein Restaurant zu öffnen oder einen Imbiss zu öffnen. Alexander Höckle berät selbstständige Unternehmer, darunter immer mehr mit Migrationshintergrund. Gerade sie hätten oft keine andere Option. Dazu kommt, dass eben teilweise Menschen mit Migrationshintergrund auch eher größere Schwierigkeiten haben, auf dem angestellten Arbeitsmarkt sesshaft zu werden, was teilweise in
Sprachdefiziten oder auch interkulturellen Defiziten liegt und die sich dann eher ökonomisch als Selbstständige verwirklichen wollen. Und wenn sich Menschen mit Migrationshintergrund selbstständig machen, bieten sie vor allem Dienstleistungen an. So wie Urs Yücel als Fahrlehrer für Automatikautos. Damit füllt er eine Nische, denn diesen Service gibt es nur einmal in Köln. Yücel hat genug Fahrschüler, obwohl er mit seiner türkischen Herkunft auch Vorurteilen begegnet. Ja, das ist ein Problem, wenn man also ein Yücel heißt zum Beispiel, ist das schon schwierig, Kunden zu bekommen. Oder da Kunden könnten eventuell schon absteigen. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich schon die Erfahrung gemacht habe, lieber einen neutralen Namen zu nehmen, wo die Kunden schon über das Internet, über Google oder sonst irgendwas den Namen einfach neutraler finden und auch einfach mal anrufen. Erst im Nachhinein, wenn man sich kennenlernt und Empathie findet, dann kommt der Kunde dann sowieso. Yücels Kunden sind sowohl Schüler mit und ohne Migrationshintergrund. Letztendlich zählt für ihn das, was für jeden Unternehmer gilt. Eine gute Geschäftsidee finden, durchhalten und einfach anpacken. Schläge, Misshandlung, Vergewaltigung. Wenn Frauen Gewalt erfahren, sind das ziemlich traumatische Erlebnisse. Hilfe bieten dann zum Beispiel Frauenhäuser oder auch Nothilfevereine. In Köln ist das vor allem seit Silvester ein Thema. Die Fahrerin Katja Hornfeck will mit einem Aktionslauf quer durch Deutschland ein ganz besonderes Zeichen setzen. Eine Station ist auch Köln. Marc Sprengert war dabei. Es ist ihr Projekt. Katja Hornfeck setzt sich ein für Frauen, die sexuell misshandelt wurden. Zusammen mit drei anderen Läuferinnen macht die Pfarrerin, selbst Opfer sexueller Gewalt, auf ihrer Tour von Frankfurt nach Hamburg Station in Köln. Man liest überall immer ganz schreckliche Schlagzeilen von sexualisierter Gewalt in Stadt XY. Und jeder denkt, okay, so weit weg, hier aber nicht. Und da ist so die Idee draus geboren, wir laufen alle Städte an. Untertitel ist Nebenan ist überall, um halt zu signalisieren, hey, auch bei euch nebenan. Und der Wunsch ist ein bisschen da, dass wir halt auch ein Stück weit zeigen, Betroffene sind nicht nur Opfer, sondern Betroffene sind oft sehr starke Menschen, gerade durch die Geschichte. Katja Hornfeck trifft in jeder Stadt auf Läufer, die sie ein kleines Stück begleiten. Auf dem Weg bis Köln haben so schon mehrere Dutzend Frauen und Männer teilgenommen. Das Ziel der Läufer? Möglichst große Aufmerksamkeit und Spenden sammeln. Ich finde dieses Projekt einfach super. Das ist eine klasse Aktion und deswegen dachte ich, es ist einfach schön, jetzt bei dem guten Wetter einfach mal dabei zu sein. Ich nehme heute daran teil, weil ich Katja als Trainerin betreut habe, um fit zu sein für den, für ihren Spendenlauf und wollte sie einfach in ihrem Projekt unterstützen. Ich wohne hier in Köln. Ich kann einfach ganz schnell und ganz unkompliziert meine Solidarität so damit auch zeigen. Die 8. Etappe des bundesweiten Aktionslaufes startet am Rhein-Energie-Stadion. Von dort geht es über eine Strecke von gut 6 Kilometern die Aachener Straße entlang in Richtung Innenstadt. Begleitet von der Kölner Polizei. Endstation für die Jogger und Radfahrer der Bahnhofsvorplatz. Hier ist die Ausstellung Angst trifft Mut aufgebaut. 12 Schaufensterpuppen erzählen die Geschichten sexuell misshandelter Frauen. Mitorganisatorin Irmgard Kopetzky informiert am Bahnhof über das Laufprojekt. Das Ziel sei übrigens bewusst gewählt. Das hat jetzt hier den Hintergrund selbstverständlich, dass hier auf dem Bahnhof, dass hier der Bahnhofsvorplatz einfach so negativ besetzt ist seit Silvester und dass wir einfach wieder eine andere Energie auf den Platz bringen wollen und auch was Positives und zeigen, es geht nach vorn und wir sind viele und wenn wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen, dann geht's auch voran. Nach etwa 1,5 Stunden sind sie dann da. Die rund 30 Läufer erreichen etwas erschöpft das Ziel am Kölner Hauptbahnhof. Das ist möglich, wenn man so tolle Trainer hat. Initiatorin Katja Hornfeck ist zufrieden. Hier in Köln war es ziemlich überwältigend. Der Arbeitskreis hat einfach wahnsinnig toll organisiert und dadurch, dass die Polizei dabei war, war einfach viel Aufmerksamkeit dabei. Auch wenn die Kölner Etappe jetzt vorbei ist, für Hornfeck geht es direkt weiter. Am 16. September möchte sie Hamburg erreichen. Wenn Sie das Projekt unterstützen wollen, dann laufen Sie doch einfach mit oder spenden Sie. Informationen dazu finden Sie unter laufstarkfürsleben.de.
Der Sommer ist langsam aber sicher vorbei und die kurzen und bunten Anziehsachen kommen wieder ganz nach hinten in den Kleiderschrank. Doch wir können uns auch in Sachen Mode auf den Herbst freuen. Hier kommen sie, die schönsten Trends im Herbst. Elena Everding. Sie sind auf allen Laufstegen zu sehen. Outfits im 70er-Jahres-Stil. Raffinierte Blusen. Und bequeme Loafer, die neuen Herbsttrends. Vor 5 Jahren gründete Julia Schäffner ihren Modeblog, Die Belle Chose. Ihre Ansichten zu Mode, Beauty und Lifestyle erreichen im Monat 17.000 Leser. Der erste Trend, den Julia uns zeigt, ist die Bluse, allerdings neu interpretiert. Sie hat nun Muster, außergewöhnliche Schnitte und viele Details, wie Volants. In diesem Herbst tragen wir Volants, wie es auf allen Laufstegen in diesem Jahr zu sehen war. Und diese Bluse ist das perfekte Beispiel, weil sie ein bisschen oversized geschnitten ist und natürlich klassisch blau ist. Als nächstes geht es zurück in die 70er Jahre. Julia zeigt uns einen Look im Folklore-Stil. Den tragen die Trendsetterin besonders gern in diesem Herbst. Das Must-Have dabei, der Schlapphut. Die 70er-Jahre-Trends sind unglaublich vielfältig. Das sind natürlich einerseits bunte Muster, wie das hier. Jeansstoff ist natürlich in Erdtöne, Rot, also alle Farben des Indian Summers. Dieser Klassiker darf im Herbst ebenfalls nicht fehlen. Loafer in allen Variationen. Für Julia sind sie nicht nur schick, sondern haben noch andere Vorteile. Loafers sind natürlich viel bequemer als hohe Absätze und deswegen sollte man sich nicht immer quälen. Und diese Loafers sind sehr vielfältig. Es gibt sie mit Plateau, mit bunter Sohle, mit Muster, mit Leoprint. Also es geht echt viel mit diesen Schuhen. Bunt und vielseitig sind die Trends also. Wie der Herbst selbst. Na, bei den tollen Tipps kann beim nächsten Shoppen ja nichts mehr schiefgehen. Anders beim Fahrradfahren in Köln. Da kann so einiges schiefgehen. In Köln sind viele Radwege zu schmal und auch kaputt. Das führt zu vielen Unfällen. Laut der Polizei gab es hier im letzten Jahr rund 1500 Fahrradunfälle. Unser Reporter Miguel Helm ist mal an die Brennpunkte gefahren. Wir hören ja immer wieder, Fahrradfahren in Köln ist die Hölle. Wie gefährlich das Ganze ist, das will ich jetzt mal austesten. Ich starte in Deutz und habe gleich Gegenverkehr auf meiner Spur. Das scheint hier schon ganz normal zu sein. Und auf der Deutzer Freiheit gibt es überhaupt keinen Fahrradweg mehr. Die Fahrradkurierin Mara von Zandt hier muss hier täglich durch. Das muss stressig sein. Man muss schon selber sehr gut aufpassen, um hier durchzukommen, gerade auf der Deutzer Freiheit. Die Deutzer Freiheit ist eine Einbahnstraße für Autofahrer, aber freigegeben für Radfahrer. Und sie ist so eng, dass man also wirklich sich sehr, sehr genau aufpassen muss. Eine Einbahnstraße, die sich Radfahrer und Autos teilen. Klingt nicht so gut. Aber ich habe gerade ein ganz anderes Problem. Ich finde keine Rampe, um zum Radweg auf der Brücke zu kommen. Anstrengend. Die Fahrradwege sind komplett verstopft, besonders an großen Kreuzungen wie hier kurz vor dem Heumarkt. Bei so viel Verkehr muss man quasi stecken bleiben. Das kostet richtig Zeit. Ich fahre zu den Kölner Ringen. Wenn die Radwege einfach so enden, wird es richtig tricky und gefährlich. Das waren jetzt die ersten Minuten Fahrradfahren durch Köln und ich kann nur sagen, das ist super anstrengend. Und ich hatte so ein paar Mal richtig Angst, dass ich in den Gegenverkehr komme und ordentlich crashe. Und weiter geht's im Gewusel in Richtung Rudolfplatz. So richtig in Fahrt komme ich nie. Die Radwege sind unübersichtlich. Die Initiative Ring frei will das ändern. Ihr Chef ist Reinhold Goss. Ja, wir hatten ein schlechtes Jahr letztes Jahr. Die Radfahrer, sind viele Radfahrer verunglückt, unter anderem an den Ringen, nicht nur. Und da musste man was gegen tun und wir haben auch was getan, ADFC und andere Radfahrgruppen. Und da haben wir, da wurde ringfrei geboren, kann man beinahe sagen. Ringfrei fordert, dass an den Ringen eine Autospur für Radfahrer freigemacht wird. Denn hier ist es laut Umfragen unter Kölner Radfahrern am gefährlichsten. Eine ganze Spur für mich würde mir auf jeden Fall mehr Sicherheit geben beim Fahren.
So, bin jetzt am Ende meiner Tour angelangt. Einen Tag bin ich durch Köln gefahren und letztlich kann ich sagen, Fahrradfahren in Köln ist eine richtige Tortur und ein Kampf. Fahrradfahrer gegen Autofahrer, Fahrradfahrer gegen Fußgänger und Fahrradfahrer gegen Fahrradfahrer. Hier muss man wirklich den ganzen Tag Augen aufhaben, sonst kracht's. Und das war's auch schon mit der Rheinzeit aus Köln. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Machen Sie's gut und bis zum nächsten Mal.